Sagen Sie doch einmal die Konsequenzen für die Privatisierung. Welche hat das für die Arbeitnehmer? Wir befürchten natürlich, dass wenn eine Privatisierung ansteht, dass massiv Arbeitsplätze zur Debatte stehen, weil unter den Bedingungen, wie sie jetzt herrschen, mit der Abgabensituation wird kein Privater zurechtkommen können. Wenn die Abgabensituation nicht verändert wird, haben wir die Angst, dass massiv Stellen gekürzt werden müssen. Was hat die Regierung zu gewährleisten, sollte es zur Privatisierung kommen? Bisher ist diese Frage unbeantwortet. Wir haben es ja auch nur aus der Presse erfahren und haben heute diesen Termin mit den örtlichen Politikern und dem Oberbürgermeister stattfinden lassen, um auch hier alle mal ins rechte Licht zu und den gleichen Sachstand zu setzen, weil alle bisher noch nicht informiert worden sind durch die Landesregierung. Wie ist Ihre persönliche Meinung zur Privatisierung? Ich würde sagen, es kann privat geführt werden, aber in diesem Fall macht es keinen Sinn, ein Unternehmen, das gut aufgestellt ist und gut geführt ist, zu privatisieren. Es gibt in Deutschland bereits privat geführte Spielbanken, aber jetzt dieses ganze Konstrukt umzustellen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.